Nach der medizinischen Frage widme ich mich jetzt der juristischen. In Berlin habe ich einen Termin bei Alexander Bredereck, Fachanwalt für Mietrecht. Spezialgebiet Schimmel. Wenn ich Schimmel in der Wohnung habe, wie habe ich mich dann zu verhalten? Wen rufe ich an? Wo kriege ich möglicherweise dafür eine Entschädigung? Was muss ich dem Vermieter gegenüber auch richtig machen? Zunächst einmal muss ich den Schimmel dann umgehend anzeigen, weil ich sonst mich selber schadensersatzpflichtig mache, wenn ich zum Beispiel den Schaden dadurch vergrößere, dass sich nichts passiert. Mhm. Das ist immer, schimmelt immer doller, so die Erfahrung. Ganz häufig kommt natürlich jetzt auch in unserem Fall das Argument des Vermieters, na, Sie haben falsch gelüftet. Wie kann ich denn beweisen, dass ich nicht falsch, sondern richtig gelüftet habe? Wahnsinnig schwierig. Das muss der Mieter nicht beweisen. Vor Gericht muss erstens der Vermieter beweisen, dass keine Baumängel vorliegen. Nur wenn das dann klar ist, wenn das bewiesen ist, kommt es auf das Nutzerverhalten an. Denn liegt ein baulicher Mangel vor, muss der Vermieter für die Beseitigung des Schimmels aufkommen. Wird falsch gelüftet, haften die Mieter. Klar, dass die Hausverwaltung die Schuld auf die Mieter schiebt. Ich treffe den Sachverständigen Christian Tegeder in Kamp-Lindfort. Wir wollen den Ursachen für den Schimmelwildwuchs auf den Grund gehen. Ah, ich sehe schon, alles ein bisschen ruhiger heute hier. Genau. Die Familie ist ausgeflogen. Genau. Jetzt nicht nur wegen der Dreharbeiten, Infektionsschutz ist klar, wir halten alle Abstand, nur einer darf die Maske abnehmen. Aber weil langsam wird es auch kritisch bei euch. Richtig, ja. Noch sind die Kinder gesund. Herr Tegeder, wir zeigen Ihnen jetzt mal ein paar Ecken. Ich meine, Sie haben schon viel gesehen und ich glaube trotzdem, Sie werden Augen machen. Wollen wir mal beide? Ja, gerne. Christian Tegeder ist vom TÜV anerkannter Gutachter und Spezialist für Schimmelbildung. Der Zustand dieser Wohnung trifft auch ihn. Ja, ja. Ja, katastrophal. Ja. Gibt es irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden, Herr Falk? Nebenhöhlenprobleme, chronische Müdigkeit. Also meine Frau und ich leiden regelmäßig unter Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen. Also es vergeht fast kein Tag, wo wir mal keine Kopfschmerzen haben. Grippeähnliche Symptome auch? Ja, das noch nicht. Das noch nicht. Weil das können Folgen von Schimmelpilzen sein. Der Gutachter macht sich ans Werk. Zu Beginn misst er die Feuchtigkeit an allen betroffenen Stellen. Zeigt sein Messgerät einen Wert von 80 oder darüber, gilt eine Mauer als nass. Gleiche an der Außenwand, auch stark erhöhte Feuchtigkeit. Der Experte sucht nach sogenannten Wärmebrücken. Sie entstehen oft im Mauerwerk, nach Renovierungen. Der Wärmeaustausch zwischen kalter Außen- und weniger warmer Innenluft erfolgt immer an der schwächsten Stelle des Bauwerks. Ist das die Wand, sammelt sich dort die Feuchtigkeit. Kann die nicht abtrocknen, entsteht Schimmel. Doof gefragt, passiert sowas durch falsches Lüften? Nein, nein. Falsches Lüften gibt es auch gar nicht. Das ist so eine Geschichte, die sich mal irgendwo festgehalten hat. Eigentümer kommen immer und sagen, es liegt am Lüften und Heizen. Die wenigsten Schimmelschäden, weniger als 3%, gehen wirklich auf reines Lüftungs- und Heiz- und Nutzungsfehler zurück. Aber die meisten Fehler sind anderer Ursache. Und das hier gehört zu den 97%? Das gehört zu den 97%. Die Frage, war der Befall schon bei Einzug vorhanden? Nur unsichtbar unter der Tapete? Was müssen Sie wissen vorher? Ob die Wohnung durch den Mieter renoviert wurde oder ob die renoviert übernommen wurde? Also wir sind im August 2020 hier eingezogen. Die Wohnung war komplett renoviert und weiß gestrichen vom Vermieter. Da liegt dann immer der Verdacht nahe, dass Schimmelschäden überstrichen werden. Vorrang hat das Wohl der Familie. Kann sie in der Wohnung bleiben? Schimmel ist eine Gefahr für die Gesundheit. Welche Art hier wuchert, kann nur ein Labortest offenbaren. Der Experte erklärt die Heimtücke des Pilzes, der das Heim langsam zerstört. Ja, und so sieht das dann also aus. Wenn ich also den Klebefilm abnehme im Labor, wird das jetzt eingefärbt und dann mikroskopiert. Und dann sehe ich, ist auch Myzel dabei. Denn das, was wir jetzt hier sehen, das sind die Sporenträger, die Fruchtkörper. Ja. Der eigentliche Pilz wächst aber im Untergrund, in der Tapete, im Tapetenkleber, gegebenenfalls sogar im Putz. Und da verbreitet er sich myzelartig. Das heißt, der Pilz bildet ein dünnes Geflecht, das unaufhaltsam wächst. Seine unsichtbaren Sporen verteilen sich im Raum und können Möbel und Kleidung befallen.
Fassen Sie doch mal kurz zusammen, was wir wissen. Alle Räume sind von sichtbarem Schimmelpilz befallen. Zweitens, es gibt Stellen mit stark erhöhter Feuchtigkeit. 91 sind neue Fenster reingekommen. Man hat vergessen, Kompensationsmaßnahmen zu errechnen, zu planen und umzusetzen. Das heißt also, Abluft in der Küche, Abluft im Badezimmer. Man sieht hier in der Küche ganz gut, die früheren Abluftöffnungen sind verschlossen und übertapeziert worden. Also es sind Baumängel geschaffen worden. Im Laufe der Zeit ist das Gleichgewicht des Hauses gekippt. Die Wohnung ist aus meiner Sicht, gerade mit den beiden Kleinen, aus gesundheitlicher Sicht und aus Gründen der gesundheitlichen Vorsorge nicht zu nutzen. Hier ist Gesundheitsgefahr im Verzug für Ben und Tim und euch beide. Und wir werden versuchen, das so schnell wie möglich hier zu beseitigen. Das Urteil des Experten ist für die Familie ein Schlag. Denn Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht. Hier sieht man bei der Wohnung, die war perfekt für uns. Denn wenn wir auf dem Balkon sitzen, haben die eine riesengroße Wiese. Es sind keine Autos da, die gefährlich wären. Trotzdem ist es ja eigentlich so, machen wir uns nichts vor, glaube ich, nehmen da nichts voraus, nicht bewohnbar mehr. Das ist uns auch bewusst. Das Problem ist nur, wo sollen wir hin? Erstens, wir haben Corona, das heißt, Hotels haben geschlossen. Hotels müssen auch bezahlt werden. Wir haben keine Ausweichmöglichkeit, in einen anderen Raum zu gehen und dort zu schlafen. Man hat Angst um die Kinder, man fühlt sich einfach nicht mehr zu Hause. Wir müssen Fakten sammeln. Ja? Wir müssen sozusagen das große Gutachten abwarten, dass wir wissenschaftliche Beweise für die Gesundheitsgefahr für euch und eure beiden Kleinkinder haben. Und dann müsst ihr, sofort müssen wir dafür sorgen, dass hier irgendwelche Maßnahmen getätigt werden. Weil das geht hier keine Woche so weiter. Auch der Hausverwaltung muss klar werden, Eile ist geboten. Bei 2 Inspektionen Raumtemperatur sowie Luft- und Wandoberflächenfeuchtigkeit zu messen, reicht bei weitem nicht. Niemand hat bauliche Mängel wie Wärmebrücken als Schimmelursache ausgeschlossen. Und die Abluftöffnungen, die vor dem Einzug der Flags einfach übertapeziert und überverputzt wurden, hat niemand überhaupt auch nur zur Kenntnis genommen. Boah, heftiger, als ich es erwartet habe. Wir müssen wirklich sofort handeln. Es muss irgendein Wohnraum für die Familie gefunden werden, eine Firma gefunden werden, die es versiegelt. Und vor allem, wir müssen angreifen. Journalistisch und mit einer ganz harten Anfrage bei der Hausverwaltung. Und da möchte ich jetzt hier nicht hören, ja, wir melden uns bei Ihnen oder irgendwann werden wir schon was machen können. Sondern jetzt und sofort muss hier was geschehen. Als erstes packt Familie Flag ihre 7 Sachen. Denn ich habe ihnen eine schimmelfreie Ferienwohnung gebucht. Als Übergangslösung. Moin Peter, du hast uns innerhalb von kürzester Zeit die geilste Übergangsunterkunft besorgt, die man sich hätte vorstellen können. Währenddessen hat meine Redaktion ein Schreiben aufgesetzt, bittet die Hausverwaltung um eine Stellungnahme. Und das scheint zu wirken. René Flack berichtet, die Verwaltung bittet um einen Besichtigungstermin. 5 Tage später ist mein Team zurück in Kamp-Lintfort. Der Mann, der sich zur Schimmelinspektion angekündigt hat, ist genau derselbe, der schon 2-mal bei den Flacks war. Begleitet wird er von einer 2. Person. Ist das etwa ein Schimmelgutachter? Was die beiden Männer nicht wissen, wir haben in der Wohnung der Flacks versteckte Kameras platziert. Morgen. Morgen. Kommen Sie rein, morgen. Morgen, hallo, ich bin der Anwalt. Hallo. Von wo sind Sie bitte? Ich bin der Anwalt der Wohnbaugesellschaft. Ah, okay. Stellt sich die Hausverwaltung schon jetzt auf einen Rechtsstreit ein? Wozu braucht es dann sonst einen Anwalt? Der Hausmeister beginnt mit der Arbeit. Wieder misst er die Feuchtigkeit an den Wänden, jedoch nicht an den verschimmelten Stellen, sondern fast 2 Meter davon entfernt. René Flack weist ihn darauf hin. Na, der Schimmel sitzt ja eigentlich hinterm Schrank, ne? Ja. Und hinter der Wickelkommode. Die Messung ist ja auf die ganze Wand bezogen. Ah, okay. Ich kann das jetzt da reinhalten, aber den, Ja, wusste ich nicht, dass das egal ist, wo man das misst. Wo ist der Schimmel hier? Ah, da ist er sichtbar. Hier ist es. Hinter der Couch komplett und an der Seite, wo sie jetzt stehen, unter dem Vorhang auch. Der Hausmeister hat die Feuchtigkeitsdaten beisammen. Und scheint mit dem Ergebnis so gar nicht zufrieden zu sein.
Also die Messwerte sind jetzt natürlich besser in den Räumen. Wir hatten einen Wert da drüben gehabt, da hatten wir früher was um die 80% gehabt und jetzt haben wir einen Wert in dem Kinderzimmer von 56, ne? Ja. Das hatten wir ja auch. Das hatten wir bei unseren Messungen ja auch. Die Daten sind also im Toleranzrahmen. Das dürfte der Hausverwaltung nicht passen, denn die schiebt den Schimmelbefall auf falsches Lüftverhalten durch die Familie. Und das belegen die heute gemessenen Daten nicht. Der anwesende Anwalt sollte doch wissen, welche Vorgehensweise die Rechtsprechung bei Schimmelbefall vorsieht. Vor Gericht muss erstens der Vermieter beweisen, dass keine Baumängel vorliegen. Nur wenn das dann klar ist, wenn das bewiesen ist, kommt es auf das Nutzerverhalten an. Beweise, um die baulichen Mängel auszuschließen, sammeln die beiden nicht. Der Anwalt spricht lieber über Kosten, die entstehen könnten. Das könnte man verbindlich feststellen lassen mit einem Gutachten. Na klar, wir sind zu allem bereit. Ich sag's Ihnen vorab, ein Gutachten ist teuer, ne? Ja. Die Kosten könnten den Flachs erstmal egal sein, denn die Beweislast über Schimmelursachen liegt beim Vermieter. Das Gutachten muss der Vermieter zahlen. Erst wenn bauliche Mängel nicht die Schimmelursache sind, kann er die Mieter haftbar machen. Aber es sind ja nicht die Decken verschimmelt, sondern die Böden. Der Schimmel ist unten und an den Außenwänden und das... Ich glaube, wir beide kommen heute nicht dazu, dass Sie sagen, hey, der Herr Anwalt hat recht und jetzt haben wir das Thema geklärt. Was soll denn da gemacht werden? Ich frage nur so nach, weil Sie ja die ganze Zeit sagen, dass es ein Lüftungsschaden ist. Ja, sagen wir auch nach wie vor. Okay. Ja, dann einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Nur 6 Monate hat Familie Flag hier gewohnt. Ich frage mich, reicht diese Zeit aus, um diesen Befall allein durch falsches Lüften zu verursachen? Der Anwalt für Mietrecht, Alexander Brederek, kennt hunderte solcher Fälle und wagt eine Einschätzung. Allein, wenn ich mir jetzt nur mal dieses Foto hier nehme, sehe ich schon sehr deutlich, dass innerhalb so kurzer Zeit, in der der Mieter in der Wohnung wohnt, so ein Schadensbild nur aufgrund rein falschen Lüftungs- oder Heizverhaltens fast gar nicht zustande kommen kann. Aber warum sieht das der Vermieter anders? Unterstellt er pauschal falsches Lüften? Weil die meisten Vermieter genau wissen, dass sie da eine Schimmelbude haben. Denn das ist ja auch meistens nicht Schuld des Vermieters. Der hat eine Firma beauftragt oder hat ein Haus gekauft oder was auch immer. Der ist an dieses Objekt gekommen. Und wenn der diese Ursachen beseitigen will, dann wird es teuer. Dann wird es richtig teuer. Und deswegen wehren sich Vermieter mit Händen und Füßen.